kann halt nicht so viel sprechen. Ein bisschen heiser. Ja. Theresa wird heute übernehmen. Wir machen einfach Also wir machen heute Olaplex. Ich habe jetzt mein Handy daheim vergessen. Oh Mann ey. Ich habe ja meins auch heute. Naja, ich wollte dir ein paar Bilder noch zeigen, aber... Was hast du noch für Bilder? Ja, von diesen Rottönen, die ich gerne hätte. Na, aber gut, du hast ja auch eine Farbkarte. Ja. Also willst du ins Rötliche gehen? Ja. Okay. Ja, wie gesagt, du musst nicht erst Teller ziehen. Ja, du musst ja was sehen. Ja. Nee, danke. Ich würde ja gerne die Klappe halten, aber müssen wir heute durch. So, Kadi, jetzt geht's los. Verabschiede dich von deinen dunklen Haaren. Ja, tschüss, ihr schwarzen Haare. Ja gut, schwarz können wir sie ja immer wieder machen, oder? Also jetzt kommt da Blondierwäsche oder was du jetzt machst? Und wie lange musst du es dann einwirken? Wir gucken mal, wie es bei dir zieht. Okay. Und dann kommt dann die Farbe drauf. Naja, also wir ziehen es jetzt erstmal heller, gucken mal, wie es zieht. Jawohl. Dann waschen wir es ab. Okay. Dann füllen wir es an. Ja. Dann gucken wir, wie hell du bist. Und dann kommt die rote Farbe drauf. Dann schauen wir mal, was wir für einen Rotton möchten. Genau, ja. Und dann kommt die Farbe drauf. Und ich habe jetzt da auch schon das Olaplex Nummer 1 reingewischt. Ne? Super. Das ist das der erste Schritt. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie hell du es ist. Da bin ich auch gespannt. Das wird ein bisschen. Mal gucken, wie flott es geht bei dir. Stimmt, ja. Weil der war ja jetzt auch bestimmt schon 4 Wochen wieder rausgewachsen, ne? Also Silke meint, der Ansatz greift schon. Jetzt müssen wir halt einmal Frischhaltefolie. Ja, der Ansatz ist schon blond. Und dann geht's unter die Wärme. Ja. Right. Bitte sehr, bitte sehr. Einmal Wärme. Oh, schau, bis dahin bist du schon fertig. Ja, und da geht es dann aber schon so ganz leicht. Das ist braun über das mittlere Stück halt. Ja, das ist ja schon mega krass. Ich hab gedacht, das sieht kaum was, aber ich ist hätte ja auch gedacht, dass wir bei der BR erst aussparen können. Aber ganz ehrlich, jetzt ist es so. Macht es so wie es echt. Ja, ja. Nein, Braut, ich weiß. Heute nicht. Das ist zu langweilig. Ja, das ist mir im Moment zu langweilig, Braut. Genau, weil schwarz war ich ja nur lange genug auch. Also, wir haben schon. Wir haben uns entschieden, wir gehen in die Mahagoni-Richtung. Und wir haben jetzt eine halbe Stunde einwirken lassen. Da ist jetzt, sagst du schon, Olaplex 1 mit drin gewesen, ne? Ja. 1. Und das zweite kommt dann zur Farbe, zur roten Farbe. Nee. Also, wir waschen jetzt ab. Nur abwaschen mit klarem Wasser. Dann füllen wir sie an. Dann kommt ja erst nochmal die rote Farbe. Und in die rote Farbe kommt auch nochmal Olaplex 1. Okay. Und erst danach kommt Olaplex 1. Erst später. Gut, wir dürfen sie waschbecken. Wir waschen ab. Du bist schon so ein kleines rotes Teufelchen, würde ich sagen. Was sagst du? Ich bin ein rotes Teufelchen. Ja, doch, es hat schon gut gegriffen. Ja, es hat gut angepackt. Bitte. Ja, es dauert bloß immer. Jetzt sehe ich ja auch so ähnlich wie die Bea letztens mit ihrem Sonnenuntergang auf dem Haupt. Ja. Ja, das bleibt dann nicht. Nein. Ach Gott, nee, also blond wäre, glaube ich, würde mir. Ja, habe ich mir dann auch gedacht, bei mir blond geht gar nicht. Wenn du das jetzt dann so. Nee. Ja. Nee, also blond würde mir, glaube ich, überhaupt nicht stehen. Das lass hat so einen Heroin-Schick, ne? So. Boah. So, das Have war look. Schritt 1. Wir haben aufblondiert erstmal und da kommt jetzt dann die rote Farbe drauf. Aber sie sind dank Olaplex 1 immer noch flüssig, gesund, glänzend und Olaplex 2 kommt ja jetzt erst drauf. Dann, ne? Also wir mussten ja jetzt erst heller werden von dem Dunklen und deswegen. Also jetzt kommt nach der Blondierung die rote Farbe drauf und Theresa meint, das Olaplex 1 kommt immer zur Farbe und danach kommt erst das Olaplex 2 drauf. Im ausgespülten Zustand. Danke. Genau, also jetzt kommt die rote Farbe, dann nochmal 25 bis 30 Minuten Einwirkzeit, je nachdem, ne, bis es schön durchgezogen ist. Und dann hoffen wir mal, dass es schön dunkelrot wird. Wir sehen rot.
Es wird. Es wird langsam, aber es wird. Nein, geht schon schnell mit dem Brot jetzt. So, jetzt kommt das Olaplex rein und das riecht so, so gut. Wollte ich nochmal gesagt haben. Das lassen wir jetzt noch 10 Minuten einwirken. Mhm. Und dann spülen wir es wieder schön aus. Also jetzt fühlt es sich aber schon gut an, ne? Es fühlt sich super. Ganz cremig. Also schon. Und es zieht überhaupt nicht mehr. Richtig gut. Wir schamponieren jetzt und dann ist Feierabend. Dann haben wir genug einwirken lassen heute. Mhm. Allerdings. Dann schneiden wir noch ein bisschen die Spitzen und den Pony und dann föhnen und ein paar Wellen rein, hätte ich heute gerne. Ein paar lustige Wellen, keine Locken. Mal gucken, was rauskommt. Oh ja, das ist gut. Sagst du so jetzt? Naja, es ist noch nass, jetzt kann ich noch nicht viel sagen. Es ist sehr gut. Ja, okay. Ja, das passt. Mal gucken. Muss man alle erstmal im trockenen Zustand sehen. Ja. Nee, aber Farbe ist super. Also die grauen Haare dürften ja auch weg sein, ne? Alles gut. Ja, leuchten tust du jetzt schon. Schön, ja. Nee, fällt mir. Und noch dunkler geht es eh immer. Ja. Und der ist schon riesig, dass er ganz so viel ist. Nee, ganz so viel, sonst siehst du ja auch keinen Unterschied. Das ist ja Käse, ne? Klar, wie ich sag mal, nach drei Tagen ist es dann trotzdem nochmal. Mhm. Reflektoren mitnehmen am 18, am 15. oder was? So ist es nicht. Das ist das Rot, also genau. So ist besser, genau. Jetzt läuft es nicht. Ist klar. Ja. Ah, ist ja gut, Schatzi. Ist Olaplex 1, 2, 3 habe ich für zu Hause und also alles ist möglich. Wir haben vorher blondiert und jetzt dann das schöne Rot drauf gemacht. Guckt natürlich in der Kamera immer ein bisschen anders rüber, aber ich finde es ein mega schönes Ergebnis. Es glänzt, es ist gesund, das Haar ist butterweich. Also das kann ich euch sagen, es ist wie Butter und ich denke, die Bilder sprechen einfach für sich. Wie gesagt, auch ist eine schöne Farbe und wir machen dann auch mal noch was anderes.
Wir machen dann in 4 Wochen irgendwelche Strähnchen rein oder sonst was. Also ich denke, mal ruhig.